Willkommen zurück zu Let's Play Dark Forces. Ich bin euer Chojin und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben endlich diese Codekarte gefunden im letzten Video. Sehr cool, das Teil, dass das hier so möglich ist. Ich sollte also immer wieder mal hier reinschauen, was für Sachen ich bekomme. Und wer weiß, ob das irgendwo wichtig ist. Also es gab nicht irgendwo ein Bild oder so, um das zu lösen, das Rätsel. Guck mal ein bisschen nach oben besser. Nicht, dass hier irgendwie was ist. Was ist das? Kann man nichts machen. Okay. Sie sind nicht mehr dabei. Ja. Bevor wir da weiter hochgehen. Schauen wir uns mal. Ah! Hätte die Tür auch selber aufgemacht? Ich glaube, das kann die KI nicht, ne? Da so helle ist sie noch nicht. Okay. Was ist das? Irgendwas, wo ich runterfalle und wieder sterbe, sehr wahrscheinlich. Scheiße. Ja, mach nochmal auf. Da oben ist jemand. Okay. Wir sollten weiter hochgehen. Okay, 306 Schuss, das heißt, wir können da noch mehr von haben. Ich glaube, ich sollte erstmal den Gang sichern, nicht, dass hier gleich voll viele kommen. Okay, wir haben so eine blöde Schussanlage. Puh. Da heißt es einfach nur draufhalten, anders geht's nicht. Anders kommen wir da nicht durch. Gut, dann gehen wir zurück und schauen mal, was wir da so sonst noch haben. Schalten wieder auf die. Blaster auf volle Maximum. Bla bla bla. Sieh da, stehen bleiben. Falsches Spiel. Da oben haben wir noch den einen. Sehe noch nicht, was wir da genau machen können jetzt. Ah! Ich dachte, die Treppe wäre gesichert. Wo kommst du her? 15 Energieeinheiten. Stopp. Kommt keiner mehr? Okay. Und ein bisschen Schild. Das schmeckt gut. So, da sehen wir schon, da ist irgendwas drauf. Kann ich da irgendwie hin? Das geht nicht auf, aber man sieht, da ist eine Art Brücke. Gab es da noch einen zusätzlichen Gang gerade? Nö. Gibt es nicht, aber ich habe zwei Schalter. Aha. Und wenn ich den nochmal drücke, geht das wieder hoch? Ne, dann geht das weiter. Ah, das heißt runter und das heißt hoch. Ah ne, das heißt bewegen. Also wir hatten ja mehrere Türen. Und da müssen wir sehr wahrscheinlich jetzt hin. Und wenn ich das richtig sehe, ist die nächste Tür da vorne. Also bewegen wir den nochmal weiter. Nö. Was? 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 Wer ist wo? Ja, du bist irgendwo neu gekommen. Ah! Crap. Aber wir haben die falsche Höhe. Bringt uns das schon mal nichts. Falls uns das überhaupt was bringt und ich nicht, wenn ich da eine Treppe habe, einfach, also so eine Brücke, einfach nur... Ah, jetzt geht's wieder hoch. Ah, er geht aber daran vorbei. Das bringt uns ja nichts. Wie mache ich das? Aha.
Nach oben geht da mehr und nach unten geht da nur eins immer. Das ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen Durchgang und ob der was bringt oder nicht, werden wir gleich rauskriegen. Ah, ein Schalter. Ich sollte die anderen Türen mir nochmal anschauen, die anderen zwei. Was passiert jetzt? Werde ich jetzt von irgendwas umgehauen? Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Fieses Spiel. Ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Das ist fies. Wir haben auf jeden Fall diesen Schalter gedrückt. Jetzt irgendwie ein Stockwerk höher da oben zu dieser Tür, um da drauf zu kommen. Wie mache ich das? Wir schauen mal bei den anderen, ob da überhaupt Schalter sind, damit ich weiß, oder hier muss irgendwie eine Treppe oder sowas entstehen. Dieses Spiel so rätsellastig ist, das wusste ich nicht. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie ein Aufzug. Ungewohnt für einen Shooter dieser Zeit. Hat ihn sie wahrscheinlich zu was Besonderem gemacht. Frage ist, wie gut es bei den anderen angekommen ist. So, gucken wir mal hier. Okay, wir haben hier auch einen Schalter. Ich vermute, ich muss bei allen die Schalter drücken. Gehen wir nochmal hier schauen, damit wir da auch sicher sind. Na komm. Und sehr wahrscheinlich sind jedes Mal neue Gegner hier. Ja. Okay. Weiter unten gab es nichts. Rennen wir wieder nach oben. Juhu. Jum. Wipeout. Okay, wir müssen nach unten. Und wir müssen ein Stück weiter darüber. Das ist eigentlich gesagt zu viel, glaube ich. Aber okay. Das darf ja nicht die Höhe sein. Schauen wir mal, wo er jetzt steht. Das ist natürlich ein bisschen Tüftelarbeit. Ich glaube, das ist die falsche Höhe. Wir müssen, glaube ich, eins weiter. Nein, wir sind richtig. Wahnsinn. Okay. Das scheint gar nichts gemacht zu haben. Man hat auf jeden Fall nichts so Gravierendes gehört wie beim letzten Mal, wo so viel sich bewegt hat. Okay. Dann würde ich sagen, noch eins weiter runter. Und noch was nach links. Dankeschön. Das müsste jetzt eigentlich der letzte sein. Es kann sein, dass ich den vorher drücken muss und dann nochmal nach in die mittlere Position muss, weil da gerade irgendwie nichts passiert ist. Auf jeden Fall keinen neuen Gegner. Ja, da hat man auf jeden Fall jetzt was mehr gehört. Hä? Moment mal. Was war das? Ist da unten auch noch was? Nee. Das ist jetzt was so runtergegangen, kann das sein? Wir versuchen nochmal die mittlere Position jetzt. Also eins höher. Ah, es geht aber zu weit hoch. Das wäre natürlich genau die Höhe, die wir brauchen. Das Problem ist, wir kommen nicht an das höhere... Doch, wir kommen! Das ist aufgegangen! Das wird ja wahrscheinlich mit dem zweiten aufgegangen sein. Super! Jetzt auf einmal auf hier. So, das muss ich jetzt nur dahin bewegen. Und so wie es aussieht, tut es, ist es automatisch. Ich muss also nicht mehr verklicken. Das finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt nicht doof anstellen und darunter fallen. Was ja recht schnell gehen kann bei der etwas hakeligen Steuerung. Ich habe ein interessantes Metall gefunden. Ich glaube, dass uns das weiterbringen wird. Das ist alles, was wir brauchen. Lass uns nicht verschwinden. Ich werde ein wenig nervös. Okay, ich muss da unten, glaube ich, runter. Hoffe ich. Oh,
Oh, ich nehme da Schaden. Hätte ich da irgendwie einen Geheimgang entdecken können? Shit, ich hätte da unten bestimmt irgendwas Geiles entdecken können. Okay, wir sollen verschwinden von hier. Klingt ja schon nicht schlecht, weil die Mission ist echt übel. Kehre zum Landeplatz zurück. Okay. Müsste doch eigentlich genau derselbe Weg gehen, den wir gerade gegangen sind. Lass mich raten, überall sind Gegner neu. Okay, nach hinten hin absichern. So, an der Tür vorbeirennen. Da ist Geschütz. Ha! Was hat mich da getroffen? Mistvieh. Ah, nee, das ist dumm. Bitte nochmal hoch. Ich kann die doch bestimmt umgehen, wenn ich hier runterspringe. Sollte doch eigentlich machbar sein, oder? Ja, sonst bin ich nämlich an zwei Geschützen, die ich vorbei muss. Das will ich nicht. Wir nehmen wieder die schöne Nachtsicht. Die ist viel cooler. Ah, ich bin so doof. Wisst ihr, wie doof ich bin? Ich komme da oben nicht hoch. Das Loch ist zu hoch, oder? Scheiße. Es gab noch einen anderen Weg. Den hatten wir ja vor zwei Videos rausgefunden, wo ich so weit gegangen bin. Jetzt, mein Problem ist... So, wir gehen jetzt nochmal hier hinten zu dem. Weil da vielleicht noch irgendwie was... Schutz liegt, ja. Den brauche ich auch. Ich muss nämlich schon wieder an diese blöden Geschütze vorbei. Die ich nicht bekämpfen werde. Ah, das ist ärgerlich. Ich hätte komplett in die andere Richtung rennen müssen. So, Energie ist fast alle. So, haben wir schon mal keinen Schaden genommen. Renn, 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 renn. Komm, mach die Tür zu. Ich glaube, ich spinne. Scheiße. Ja, und jetzt nehmen wir sehr wahrscheinlich hier nochmal Schaden. Oh, 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 oh. Ah! Nein, falsch gebogen. Falsch abgebogen. Oh. Ja, wenn man hier im Rennmodus ist, ist das auch übel. Ganz schön schnell das Spiel. So. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo müssen wir lang, um hier rauszukommen. Soweit ich das sehe, müsste das eigentlich hier sein. Der Areal, wo ich gesagt habe, hier müssen wir eigentlich gar nicht mehr lang. Ne? Müssen wir aber doch. Wahrscheinlich hier, das... Ja, ich glaube, das ist hier. Was, was? Ah, ah! Oh, 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 oh. Ich muss diese Tür erst irgendwie aufkriegen. Ich habe viel zu viel Schaden wieder genommen. Muss ich diese Tür da wirklich öffnen? Ich hasse die Geschütze. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Damit habe ich sie aufgemacht. Das habe ich eben vergessen. Mist. Mist, 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 Mist. Das heißt, ich muss nochmal an denen vorbei, aber diesmal rennen wir vorbei. Ich hoffe, dass da draußen nicht zu viele Gegner sind. Hey du, bleib wo du bist!
Ecke. Hier ist aber nichts. Okay, wir müssen da hinten runter. Okay. Gerade mal auf Map schauen. Stehen bleiben! Ah! Du Arsch! Kann ich da irgendwie oben drauf? Wir sind da irgendwie drauf gekommen, ich erinnere mich. Wir sind irgendwie da oben drauf gekommen. Da war ich noch auf der Suche gewesen nach dem... nach dem Code. Da sind wir ja hier wirklich durch das Level von oben bis unten durchgegangen. Ah, ich will nicht schon wieder zu den Wachen. Nein, 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 nein. Zu den Geschützen. Sie sind nicht befugt, sich hier aufzuhalten. Ach so. Na dann. Komm, da ist noch einer. Ja, das sieht mir nach Ende aus. Aber bevor ich hier rumrenne, sollte ich doch nochmal hier schauen, wo wir hier hin können. Das ist bestimmt der Weg, den ich zu den zwei Soldaten kam. Genau. Ja, und wie ich da hinten hinkomme, habe ich leider nicht rausgefunden. Das ist auf jeden Fall ein Versteck. Kann man bestimmt irgendwie hinspringen. Vielleicht brauche ich ein Jetpack oder sowas. Weiß nicht, ob es das schon in dem Spiel gibt. Was? Ach, da oben. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich da oben hinkam. Da ist irgendwas Geiles versteckt und ich habe den Weg nicht gefunden. Das ist wahrscheinlich ein Extra-Leben, was ich dringend bräuchte. Aber wenn ich mich jetzt hier... Ja, es lockt mich schon. Erstmal ein bisschen schutschen. Das ist egal, was... Oh! Bewegt sich so schnell und ich bin nicht mal im Rennmodus. Muss ich da runterspringen? Ja, wir schauen mal hier weiter. Also das hatten wir alles schon getötet hier. Ist also nichts Neues. Bloß da waren wir halt auf der Suche nach der Codekarte, die ich die ganze Zeit schon bei mir hatte. Ich könnte mir immer noch in den Hintern beißen. Aber wenn man es nicht weiß... Hey! Bevor du mich gleich anschießt. Boah, wie komme ich da hinten hin? Es gibt irgendwo hier ein... Muss es ein richtig krasses Versteck geben. Wenn man bei Missionen sieht, kann man ja sehen... Ach ne, bei Ziel. Geheimräume 0. Hier ist irgendwo was voll Geiles noch versteckt. Ich habe es aber irgendwie nicht entdeckt. Ach du Schande. Können wir da runter? Da muss ich drüber springen, ne? Blaster auf volle Stärke. Was? Kannst du knicken?
Okay, ich weiß, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Sind wir nämlich hier am Anfang. Hier muss der Ense sein. Das ist der Anfang. War das nicht der Anfang? Da, ah, das war der Anfang. Wollte ich gerade sagen. Wir sind am Ende angekommen. Escape. Nix wie raus hier. Boah. Nächste Mission. Ein Leben verloren. Nicht schlecht durchgekommen, finde ich eigentlich. Aber es hätte bestimmt extra Leben gegeben. Irgendwo sind hier Sachen versteckt. Die sind aber recht gut versteckt. Seitdem ich muss wirklich die Wände abklappern, überall E drücken, wie es früher bei Wolfenstein und so war. Keine Ahnung. Cutscene! Halt die Schnauze, Jojen. Ah, die war ein bisschen kurz. Okay, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis demnächst, euer Jojen.